willkommen auf meinem Kanal zu Jung fürs Alter. Ich möchte gerne mal mit Ihnen schauen, wann sind wir eigentlich erfolgreich? Das ist ja Gott sei Dank für jeden etwas ganz anderes. Der eine sieht seinen Erfolg darin, wenn er sich das ganz tolle Auto, sein Traumauto endlich kaufen kann. Und der andere, wenn er vielleicht beim Sport auf dem Treppchen steht und da eine der drei Medaillen erwischt hat und nicht, wenn es der vierte Platz ist, wo er dann als Verlierer nach Hause kommt. Das macht mich immer völlig huschig. Oder derjenige, der in Balance leben möchte, in Work-Life-Balance, wie das heute so schön heißt, der also sein Berufsleben mit dem Privatleben gerne in Harmonie haben möchte. Wir haben ja alle unterschiedliche Ideen, was Erfolg ist. Aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen dahinter schauen, welchen Maßstab wir uns da gesetzt haben. Und ob es auch heißen könnte manchmal, dass es immer höher gehen muss, egal was es jetzt für uns gerade ist, ob es sich immer weiterentwickeln muss oder ob es auch stehen bleiben darf. Ich habe manchmal in der heutigen Zeit das Gefühl, dass wenn man sagt, ich bin mit dem zufrieden, was ich hier jetzt habe, dass man fast schon Aussteiger ist, ne? Dass das gar nicht mehr so richtig akzeptiert wird oder dass man schräg angeschaut wird oder so. Das ist in meinen Augen also etwas ganz Überflüssiges, denn auch das darf sein in meinen Augen. Dass wir selber schauen, was ist mein Erfolgsmaßstab und wo hetze ich da immer hinterher? Und woher bekomme ich eigentlich meine Zufriedenheit? Ist das wirklich dann, ich bleibe jetzt mal, weil das so schön platt ist, dieses Beispiel bei dem tollen Auto, bin ich damit langfristig glücklich? Was macht mich langfristig glücklich und was ist für mich Erfolg? Da selber nochmal hinterzuschauen und zu gucken, was macht es mit mir? Wofür strenge ich mich ungemein an, um erfolgreich zu sein, um weiterzukommen? Das ist ja, wenn ich mir Karrieren von jungen Leuten angucke, die vielleicht gerade ihr Studium beendet haben, da geht es ja nochmal richtig los. Da geht es ja dann im Job oftmals nochmal richtig los. Die müssen unglaublich reinpowern, weil sie sagen, ich möchte auf der Erfolgsleiter weiterkommen. Und diesen Druck, muss ich den selber tatsächlich haben? Oder darf ich sagen, ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden und fühle mich erfolgreich, ne? Und nicht als Aussteiger oder womöglich als Versager oder so. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen an der Schraube drehen und ich wünsche Ihnen dabei ganz viel Erfolg. Alles Liebe. Tschüss.